Spirit, and reveal my every sin. Master, speak to me this moment. Let me hear your voice again as you call me by your Spirit and reveal my every sin. Willkommen bei Kids Live. Vielen Dank für die Kinder von der Familie Reilings, die uns ein Lied gesungen haben. Und das Lied bedeutet: Herr, sprich zu mir. Kinder, heute möchte ich euch zu diesem Garten mitnehmen. Und wir werden über meinen besten Freund Muchli sprechen. An einem Sonntagnachmittag ist meine Schwester und ich durch den Garten gegangen. Und plötzlich haben wir Muchli gesehen. Und Muchli hatte versucht, wegzulaufen von uns. Wir haben versucht, nahe an Muchli heranzukommen, um zu sehen, was sie macht. Aber sie ist schnell von uns weggelaufen. Meine Schwester und ich dachten, dass Muchli vielleicht hungrig war. Und dann haben wir schnell ein bisschen Puto, das ist ein Maisgericht, so wie haben wir ein Maisgericht und ein bisschen Wasser geholt. Und als wir zurückkamen, haben wir versucht, Muchli zu rufen. Aber Muchli kam nicht wieder zum Vorschein. Wir dachten, vielleicht lassen wir das Essen und das Wasser dort und dann wird vielleicht Muchli kommen und das selber dort finden und essen und trinken. Einige Zeit später sind wir wieder an den gleichen Ort gekommen und dachten, wir werden sehen, dass das Essen aufgegessen war. Aber Puto, dieses Maisgericht, war nicht berührt worden und das Wasser auch nicht. Mein Herz war ein bisschen schwer, weil ich dachte, dass Muchli vielleicht verstehen würde, dass wir nicht ihr irgendwie schaden wollten, dass wir nur mit ihr spielen wollten. Wir sind wieder zurückgekommen in den Garten und haben wieder versucht, Muchli zu rufen. Weil Muchli weiterhin von uns einfach weglief, sind wir weitergegangen und sind aus dem Garten rausgegangen. Wir haben wirklich gehofft, dass Muchli sich an uns gewöhnt und sich freut, uns zu sehen. Und eines Tages gingen wir dann zurück, dort, wo Muchli war, und riefen sie. Oh,
sahamba sahamba sambeka laphayana ngihlahleni nangaphansi kweimbali kwenye indawo haw nangu umuntu uhleli ngaphansi kweihlahla. Wir dachten, dass Muchle vielleicht weggeflogen ist und endlich wieder zu ihrem Nest geflogen ist. Aber das war nicht so. Wir haben geschaut im Garten, unter den Pflanzen und schlussendlich fanden wir sie unter einigen Blumen. Meine Schwester dachte, vielleicht könnte sie Muchle fangen und in dieser Art und Weise Muchle helfen. Meine Schwester ist dann auf Zehenspitzen gelaufen, immer näher an Muchle und hat sie ganz schnell gefangen. Und ich habe nur gehört, wie sie sagt, ich hab sie, ich hab sie. Ich dachte, meine Schwester wird vielleicht die Muchle verletzen. Und dann habe ich ihr gesagt, halte sie an den Flügeln, halte sie an den Flügeln. Und während wir versuchten, das zu tun, ist sie aus unseren Händen entwichen und ist geflogen auf einen Baum. Wir waren so froh, dass Muchle geflogen war. Und wir waren so froh. Und Muchle saß einfach auf diesem Ast und schaute uns ruhig an. Wir waren aufgeregt und sind ins Haus zurückgegangen und haben den anderen erzählt, Muchle kann jetzt fliegen. Und dann beschlossen wir, Muchle wieder besuchen zu gehen. Und als wir zu dem Baum kamen, riefen wir Muchle, aber Muchle war nicht da. Und dann schauten wir nach unten, unter die Blumen, und da war Muchle wieder. Sie ist wahrscheinlich von diesem Baum wieder runtergefallen. Wir waren sehr enttäuscht, dass Muchle wieder auf dem Boden war. Und wieder versuchten wir, sie zu rufen. Aber Muchle wollte nicht näher kommen. Wir sind dann immer wieder in den Garten gegangen, um Muchle zu sehen und haben Verschiedenes mitgebracht zum Essen. Kuchen, Krümel, Chips. Eines Tages war ich nicht da, aber meine Schwester erzählte mir dann, dass sie Muchle gesehen hat, wie sie aufgeschaut hat in den Himmel und ihre Flügel bewegt hat auf und ab, während sie in den Himmel schaute. Und so hat meine Schwester gemerkt, dass da andere Tauben waren in der Gegend und die haben Muchle gerufen. Und vielleicht war, wir haben dann vermutet, vielleicht hat Muchle versucht, zu ihnen zu fliegen, zu den anderen Tauben. Muchle hat wirklich versucht zu fliegen,
Sie hat fast geweint, aber sie konnte nicht fliegen. Aber die Tatsache, dass Muchle nicht fliegen konnte, hat sie nicht verändert. Muchle war Muchle. Sie ist nicht plötzlich ein Huhn geworden, nur weil sie nicht fliegen konnte. Sie ist kein Skorpion geworden, das jeden sticht in Zorn. Sie war Muchle, eine Taube. Und so ist diese Taube im Garten herumgelaufen, im Sonnenschein spazieren gegangen und hier und dort in der Erde gepickt. Und es war eine Freude, und es ist bis heute eine Freude, sie im Garten zu sehen. Jetzt, meine Freunde, Muchle hat mir etwas Wunderbares beigebracht. Und diese Lehre war, dass wenn ich ein Kind Gottes bin, dann muss ich immer ein Kind Gottes sein. Ob ich gesund bin und herumlaufen kann und spielen kann, dann muss ich mich daran erinnern, dass ich ein Kind Gottes bin. Und Kinder, selbst wenn deine Freunde an deiner Tür sind und dich bitten, komm mit uns spielen, und deine Eltern sagen nein, auch in dem Moment musst du ein Kind Gottes bleiben. Selbst wenn ich verletzt bin. Und Verletzung kann in ganz verschiedener Art und Weise kommen. Du kannst körperlich verletzt sein, vielleicht hast du deinen Zeh verletzt oder vielleicht hast du dich mit einem Messer geschnitten oder deinen Kopf gestoßen. Aber selbst wenn das passiert, du bist trotzdem ein Kind Gottes. Es kann auch passieren, dass wir innen verletzt werden. Es kann sein, dass einige schreckliche Dinge mit uns passiert sind oder uns zugestoßen sind. Aber das sollte nichts daran ändern, dass wir Kinder Gottes sind. Selbst wenn schöne Dinge anderen Leuten geschehen und uns das nicht passiert, wir das vielleicht nicht haben und andere das haben, selbst dann müssen wir Gottes Kinder bleiben. Und vielleicht hast du es wirklich schwer in der Schule. Vielleicht arbeitest du sehr fest und versuchst wirklich das Beste zu tun, und vielleicht werden andere kommen und dir Böses antun, aber das ändert nichts daran, dass du ein Kind Gottes bist. Du solltest kein langes Gesicht haben darüber, dass du schwer arbeiten musst und nichts wirklich daraus entsteht, dass du gut arbeitest. Du solltest nicht neidisch sein auf andere, denen es leichter fällt.
Und du solltest nie andere Kinder schlagen. Aber du solltest immer ein Kind Gottes bleiben. So wie wir lesen in Matthäus 10, Vers 16. Seid freundlich wie eine Taube. Und Kinder, der Herr Jesus wird es zulassen, dass Sachen geschehen, die wir nicht mögen. Selbst wenn diese Dinge geschehen, sollten wir freundlich bleiben. Wir sollten gnädig anderen gegenüber sein und barmherzig. Wir sollten nicht böse werden. Und wir sollten nie Selbstmitleid haben. Und was auch nie passieren sollte, dass wir uns beschweren über unsere Eltern und vielleicht anderen gegenüber etwas sagen und jammern. Wir sollten respektvoll und freundlich sein, genau wie Muchle. Wir werden jetzt beten und dann werden die Kinder der Greens-Familie für uns singen. Kommt, wir beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns bis heute bewahrt hast. Und danke, Herr, für diese Taube Muchle, die uns etwas beibringt über Freundlichkeit. Selbst wenn Schwierigkeiten, schlechte Dinge uns geschehen sind in der Vergangenheit, lass uns immer daran denken, dass du unser Gott bist. Und Herr, Muchle braucht nicht mal Flügel, um zu fliegen, wenn du die Flügel ersetzen willst, die Flügel sein willst, dass sie fliegen kann durch dich. Hilf du, dass wir nicht eifersüchtig sind auf andere, weil du in unserem Herzen bist. Herr, wir bitten dich, dass du heute bei uns bleiben wirst. Nimm du unser Leben, deine Hand, wir geben es dir. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his ways, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and he will have mercy on him. Turn to our God, for he will abundantly pardon. Abundantly pardon.